Countdown für die Leitzinsentscheidung der US-Notenbank Fed. Die Spannung könnte größer sein, denn eigentlich gilt das Ergebnis als ausgemachte Sache. Um 25 Basispunkte wird die Fed den Leitzins morgen wohl erhöhen. Darin sind sich Experten sicher. Es wäre bereits die zweite Leitzinserhöhung in den USA innerhalb von 3 Monaten und es könnten weitere in diesem Jahr folgen. Die Fed hat die Ziele ihrer Niedrigzinspolitik offenbar schneller erreicht als angenommen. Die Inflationsrate steigt und die Arbeitslosenzahlen sind bei 4,7%. Für die Fed bedeutet das Vollbeschäftigung. Radikaler Kurswechsel also von Fed-Chefin Janet Yellen. Wenn die Konjunktur besser ist, dann kann man auch eine Zinserhöhung machen. Aber viel wichtiger ist natürlich dann die Aussicht, was kommt danach. Und ich bin mir sicher, Frau Yellen wird weiterhin ihr Zinsspiel ohne Ball betreiben. Niemand muss Angst vor einer radikalen weiteren Zinswende oben haben. Ihre Zinswende wird homöopathisch sein, niemandem wehtun, weil sie genau weiß, angesichts der Weltverschuldung kann man hohe Zinserhöhungen nicht mehr verkraften. Die Anleger halten sich dann auch mit großen Sprüngen zurück. Der Dow Jones war zu Handelsbeginn 0,23% im Minus und an den europäischen Börsen sieht es ähnlich aus. Zu Mittag lag der DAX bei minus 0,07%. Der Londoner FTSE gab 0,09% nach.